Hallo miteinander, ich bin's wieder. Heute ist Karfreitag und auf unserem Speiseplan steht Fisch. Und da dachte ich mir, bereite ich mal den Fisch selber vor. Ich habe hier zwei Regenbogenforellen. Und zwar habe ich so eine gekauft, das ist die Packung davon. Ich habe zwei Packungen davon gekauft, weil in jeder Packung jeweils zwei Fische sind. Und jetzt bereite ich erst einmal die zwei vor und die anderen zwei folgen danach. Und als erstes habe ich hier in einer Schüssel Salz und Pfeffer zusammengemischt. Und ja, und das bestreue ich jetzt auf die Fische drauf und reibe es schön ein. Also so sind die Fische jetzt fertig. Ich habe es von außen und von innen schön mit diesem Salz-Pfeffer-Gemisch eingerieben. Und der Fisch kommt jetzt erst einmal zur Seite. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den benötigen wir später wieder. Jetzt habe ich hier schon drei Zwiebeln vorbereitet. Die habe ich geschält und geschnitten. Und dann habe ich hier eine Pfanne. Und in dieser Pfanne habe ich jetzt Butter hingetan und die schmilzt jetzt vor sich hin. Und da brate ich jetzt die Zwiebeln an. Also die Butter ist jetzt soweit geschmolzen. Jetzt schütte ich da jetzt einfach die Zwiebeln rein und brate sie schön an, damit sie so goldbraun werden. Und ganz wichtig ist es, dass man Butter verwendet. Und zwar, das wird noch unsere Soße für den Fisch und durch die Butter wird der Fisch nicht so trocken, sondern bleibt schön saftig und es wird auch aromatischer. Jetzt warten wir mal ab, damit die Zwiebeln goldbraun werden. So, also die Zwiebeln sind jetzt soweit, sie sind goldbraun, wie gewünscht. Dann habe ich hier schon, das ist jetzt Honig mit Olivenöl, habe ich vermischt. Und das Ganze mache ich so auf Augenmaß, dass ich denke, dass es so halb so passt. Und das Ganze schütte ich jetzt zu dieser Zwiebelmasse. So. Und lasse es so ein bisschen aufköcheln. So, das passt. Und dann schalte ich das Ganze aus. Und lass es noch ein bisschen, ein Weilchen so. So, jetzt ist unser Fisch soweit fertig. Die Soße ist auch soweit fertig. Die habe ich jetzt noch, ich habe zwar das Feuer jetzt ausgemacht, aber noch auf der heißen Herdplatte stehen lassen, damit es noch ein bisschen aufköchelt. Jetzt habe ich hier eine ganz normale Form. Und hier tue ich jetzt erst einmal die Hälfte von unserer schönen Soße hinein. So, das passt. So, verteile ich so ein bisschen. Und ich wollte noch eins dazu sagen, und zwar wegen dem Honig. Je mehr Honig man dazu tut, also das ist auch je nach Geschmack, wie man es möchte. Der Honig, der verleiht dem Fisch so eine schöne Kruste. Und je mehr Honig man reintut, desto knuspriger wird jetzt, sage ich jetzt mal, der Fisch. Und das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen, so abschmecken, je nachdem, wie man es will. So, jetzt tue ich auch schon den Fisch hier rein. So. Ah. Perfekt. Und dann tue ich auch schon die restliche Soße hineinschütten. So, dann verteile ich mal so die Zwiebeln ein bisschen auf dem Fisch. So, ich lege jetzt, sagen wir mal, auch ein bisschen innen hinein, damit der nicht so trocken ist und ein bisschen Geschmack bekommt. So, jetzt ist er fertig und jetzt kommt der in den Ofen hinein. Auf 180 Grad, so circa 20-30 Minuten. Das hängt natürlich auch vom Fisch ab, also welchen Fisch man nimmt. Dann sehen wir uns so in 20-30 Minuten wieder und sehen, was mit unserem Fisch passiert ist. So, 30 Minuten später ist unser Fisch hier fertig. So schaut er jetzt fertig aus.
Ich koche jetzt noch Gemüse ab und mache einen Salat aus Surimi-Stäbchen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind diese Fischstäbchen hier. Und dazu drehe ich dann auch nochmal ein Video. Ich hoffe, euch hat dieses hier gefallen und ich würde mich sehr gern über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!